Yo, 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 servus! Mein Name ist Electek9 und ich darf euch willkommen heißen zu einem weiteren Innistrad Crimson Vodraft. Heute zu einem besonderen Draft, würde ich sagen, beziehungsweise eine Art Sparring-Draft, denn morgen, an den Tag, wo ihr das Video seht, also am Samstag, den 4. Dezember, ist Tag 1 der Magic Arena Opens, wo es das erste Mal, so wie ich es gelesen habe, auch eine oder wo es eine Draft-Veranstaltung ist. Und ja, ich würde gerne mitmachen. Entry ist ein bisschen heavy, kostet 5000 Gems. Aber ich dachte mir, ich gönne mir zwei Tries morgen, weil ich Bock habe auf ein Turnier. Ich habe noch nie bei einem Arena-Turnier mitgespielt, also noch keinem, wo es Geldpreise gab. Offline habe ich schon ein paar Mal bei Draft-Turnieren mitgespielt, hat auf jeden Fall immer gebockt, aber da ist, glaube ich, auch der Paper Magic Flavor, der da mitschwingt und der mir so viel Spaß macht, aber nichtsdestoweniger. Heute nochmal letzter Trainingstag quasi für den Draft morgen und ja, ich würde sagen, wir starten rein mit Back One, Pick One. Und wir haben hier eine Rare, die uns letzte Woche schon sehr nützlich war. Dying to Serve, sehr gute Karte, wenn man in Rakdos ist. Und wir haben gutes Potenzial, dass wir eine rote Karte wheelen, was natürlich nice ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Karte in Schwarz-Weiß nicht so schlecht wäre. Und Child of the Pack ist natürlich auch ein sehr guter Pick hier. Aber in der Regel will man nicht unbedingt eine goldene Karte first picken, außer es ist eine absolute Bomb. Und Child of the Pack ist eine sehr, sehr gute Karte. Aber I don't know. So, wenn ich das so hier sehe, hätte ich mehr Bock auf Vampires. Aber keine Frage, Rot, Schwarz und Rot-Grün sind die besten Farbkombinationen. Und ich will auch oder hoffe, dass ich morgen eins dieser Decks draften kann. Natürlich werden sehr viele Spieler darauf erpicht sein, dass sie auch Rakdos oder Gruul gehen. Eher Gruul, wie ich so die Erfahrung gemacht habe. Ich selber fühle mich aber mit Rakdos wohler. Und Orzhov, also Schwarz-Weiß, wäre ein Kompromiss, den ich eingehen könnte. Das sind so die Wünsche für morgen. Aber ja, ich nehme die Rare. Sie ist sehr gut. Und ja, wir hoffen mal, dass wir andere gute. Und da ist Blood Tithe Harvester. Super stark Karte. Allgemein, was für ein Pack. A Braid, Bloodcrest Socialite, Blood Fountain. Auch für Grün ist guter Stuff dabei. Ja, aber Blood Tithe Harvester ist die beste Uncommon im Set ist inzwischen statistisch bewiesen. So, was ist hier, was wir brauchen könnten? Rut Tide Gargantua ist auf jeden Fall am besten im Blau-Schwarz. Das gleiche gilt für Mindleech Ghoul, wobei der am besten ist, wenn man ihn gar nicht spielt. Lantern Bearer ist natürlich eine gute Karte, aber off-color und ich will eigentlich die zwei nicht aufgeben. Da lohnt es sich wahrscheinlich stur zu bleiben. Ceremonial Knife können wir wahrscheinlich später auch noch picken. Ich glaube, Gargantua ist ein feiner Pick. Ich glaube, der ist worth. Undying Malice Knife oder Gargantua ist hier der Pick. Aber ich glaube, Gargantua ist einfach besser, weil wir das Dings immer wieder picken können, glaube ich. Das Ceremonial Knife sollte zumindest machbar sein. That being said, haben wir hier Wrecked Recluse, der natürlich super gut mit Blood Tokens funktioniert. Doomed Dissenter ist natürlich nice mit Rot-Tide Gargantua, aber wie gesagt, die Karte können wir im Notfall, glaube ich, auch später noch kriegen. Und wir finden sonst auch noch andere gute Karten, die uns behilflich sein können. Das ist auch ein krasses Pack für uns. Also schwarz sieht super clean aus. Bloodcrazed Socialite gegen Diagraph Scavenger. Ich bin into the Socialite. Magma Pamela auch nochmal eine gute Karte, wie wir letzte Woche im Draft gesehen haben. Einer der beiden. Wer ist besser? Das Ding ist, du machst einen Blood Token, wenn du am Spielfeld kommst. Ich glaube, in dem Fall ist das für uns jetzt gerade besser. Aber ich blame niemanden, der den Bären nimmt. Okay, hier ist nichts dabei, das wir haben wollen. Hate Draft lohnt sich hier nicht, weil wir einen Bot Draft spielen. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, hier sogar einen Players Draft zu spielen, zum Üben. Aber ja, mal schauen. Ich nehme den Servator tatsächlich, einfach um Blood Token zu haben. Und Edgar's Awakening und Vampire's Vengeance.
Vampire bist nichts, ne? Construct, okay, du überlebst ihn nicht, aber ja, Edgar's Awakening ist eine super krasse Karte, die ich sehr gerne in meinen Decks spiele. Ich habe auch kein Problem mit dem Fearful Villager, wenn ich den spielen muss. Hier ist leider nichts Gutes dabei. Wir nehmen mal die Uncommon. Blood Fountain, Wield und Socialite. Oh, crazy. Aber ich glaube, ein Blood Fountain, da macht man nichts falsch. Undying Malice und das Schwert. Okay, wir wollen das. Oder das Messer. Wir wollen das Messer. Wir nehmen mal das Artefakt. End the Festivities. Okay, gut. Das erste Pack. Oh mein Gott. Ill-Tempered Loner ist krass. Whenever Ill-Tempered Loners dealt damage, it deals that much to any target. Ja, okay, wir sind drin. Aber trotzdem erwähnenswert, Flameless Bolt, eine der besten Commons im Set, vor allem eine der besten roten Commons. Und ich selber bin auch ein Fan von Blood Petal Celebrate. Aber ich kann hier den Ill-Tempered Loner hier natürlich nicht ziehen lassen. Hier hat mir noch einen Recluse und einen Vampire's Kiss. Great Two Blood Tokens finde ich halt gut. Wir haben gute Sachen, um Blood Tokens zu kriegen mit dem Ceremonial Knife. Und hier haben wir natürlich Menace. Ich glaube, ein Two-Drop. Da macht man nichts falsch. Okay, Curia Bad gegen Grisly Ritual. Wir haben nicht allzu viel Life-Gain im Deck. Deswegen glaube ich, dass Grisly Ritual oder Lacerate Flash? Ich glaube, Grisly Ritual will ich lieber als One-Off haben zuerst mal. Oh, was für ein Pack! Eieiei. Bleed Dry. Die sind alle super gut. Reckless Impulse auch noch. WTF. Ja, aber ich muss die Removal hier nehmen. Aber die Karte wäre auch super strong. Die Karte wäre super fein für uns. Und die Karte wäre auch super fein für uns. Aber ja, Bleed Dry, eine der besten Removal Spells im Set. Into the Night ist leider nicht so spannend. Der Farmer wäre okay. Magma Pamela, Undying Malice. Ja, Magma Pamela, why not? Hier wäre noch ein Villager und noch ein Spe Ich glaube, ich nehme mal einen Specimen, weil ich habe schon einen Villager hier. Oh, zweiter Blood Fountain gegen Diagraph Scavenger. Wie sehen wir in dem 4-Drop-Spots aus. Ja, wir können den Diagraph Scavenger noch gebrauchen. Death Touch, wie gesagt, ist fein. Blood Hypnotist. Der Karte habe ich so ein bisschen Probleme in dem Sinn, dass sie Blood Tokens braucht, aber selber keine generiert. Aber ich glaube, ich pick sie trotzdem mal, weil es ein nicer Curve-Filler hier ist. Vampire's Kiss sehe ich ein. Hier ist nichts für uns. Ja, Deck kommt aber gut together. Reckless Impulse. Das wollen wir vielleicht sogar Main decken, wer weiß. Okay, guter Draft bisher. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was Chandra macht, aber es ist eine Mythic Rare und Color, die wir geöffnet haben. Add Red. Chandra does one damage to up to one target player. Das ist schon mal gut. Exile top card of your library. If it's red, you may cast it this turn. Okay, das ist ein bisschen. Exile the top 5 cards of your library. You may cast red spells from among them this turn. You get an emblem with whenever you cast a red spell. This emblem deals X damage to any target. Ist Chandra besser als Flameless Bolt? Ja, ich muss sie nehmen, weil es on color ist. Hallo. Okay, hello. Blood Dive Harvester, der zweite. Ballista Watcher gegen Flameless Bolt. Wie sehen wir denn im Four-Mana-Slot aus? Da sind wir schon ziemlich gut bedient. Das auf jeden Fall. Oh, das Deck ist nuts. Das Deck ist wirklich nuts. Deals one damage to any target. Ich glaube, ich brauche den. Ich glaube, Ballista Watcher ist einfach besser als Flameless Bolt, auch wenn Flameless Bolt sweet ist. Und hier ist ein Epicure, den ich gut finde. Für den Rot-Tide Gargantua. Ich finde aber auch Statuette nice. Aber ich finde, wir haben nicht so eine krasse. Wir haben kein Endless. Okay, Glitchiness Guest. Das ist, glaube ich, der Pick hier für uns. Ja. Oh mein Gott, das sind alles so gute Karten. Das ist unglaublich. Wollen wir Evolving Wilds? Ja, why not?
Ich glaube, ich brauche keinen zweiten Grizzly Ritual. Ich brauche fast nichts mehr. Ich bin schon zufrieden mit dem Deck. Holy Macaroni. Ja, wir haben einen Farmer. Ich werde auf keinen Fall zwei spielen. Hier ist noch eine Uncommon, die ziemlich schlecht ist. Oh mein Gott, das Deck. Jetzt kommt nichts Gutes mehr durch. Aber wir brauchen auch nichts Gutes mehr. Alles fein. Bei mir. Oh yes, okay. Lief gut. Wenn das morgens so läuft, bin ich happy wie ein Honigkuchenpferd. Okay, okay, okay. Es sind genau 40 Karten. Das passt. Und ich finde es auch vom Aufbau her nice. Wie viel Rot haben wir? Wie gut ist Chandra? Wirklich? 10 rote Karten. Ja, okay. Und ein paar unserer besten Karten sind rot. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ich glaube, das passt alles. Habe ich einen Chandra-Avatar? Oder Chandra-Karten? Ich glaube nicht, ne? Ja gut, wir wollen ja eh bluffen, würde ich sagen, oder? Ja, wir wollen bluffen. Wir nehmen eine grüne Karte als Cover. Ich glaube, ich werde morgen auch so richtig tryharden und meinen Avatar ändern. Vorm Kampf. Ich bin happy mit dem Deck. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Deck sogar. Blood Servitor gegen Farmer wäre vielleicht eine Idee. Aber ich glaube, ich will den Blood Token haben, wenn ich ehrlich bin. Und ja, let's go, würde ich sagen. Das ist die dritte Woche in Folge mit einem Rakdos-Deck am Start. Es tut mir leid. wenn es sich so anbietet, warum nicht? Bevor das Ganze losgeht, trotzdem nochmal gerne Werbung in eigener Sache. Und zwar, wenn euch die Drafts oder allgemein die Magic-Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst und einen Kommentar. Abonniert auch sehr gerne den Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ja, jetzt wollen wir nicht mehr lange drum herum labern. Jetzt sehen wir uns im ersten Kampf und let's go. You go first, das liegt gar. Oh, one drop, two drop. Yes, yes, yes. Und wir haben sogar noch Fodder für den Gargantua. Läuft. Und ich nehme ohne Sound auf, merke ich gerade. Sagt ihr mir das nicht? Moment. So. Sollt ihr was hören auch? Ja, perfekt. Attackiere. Alliterierend. Mit apathischem Antrieb, während Aslakorn sich aktiv alle Arten von Animes ansieht. Schreibt in die Kommentare, wer diesen epischen Track kennt. Scavenger ist nice. What do we do? Weil theoretisch könnten wir auch den flippen. Ist das Wurf? Aber was wollen wir abwerfen? Im Mountain? Ja. Risk it for the biscuit. Eine weitere 3-3 zu haben, wäre schon ziemlich key. Warming Wilds. Und ich glaube, wir greifen an. Wir haben einen zweiten im Deck. Und der Trade hier ist worth um seine 3-3, weil wir haben eine neue 3-3. Untap Land wäre mir lieber. Okay, das ist der Counter-Spell, wenn er jetzt nichts zockt. Da kommt jetzt der Lifelinker. Oder ein Counter-Spell. Bin Statue. Das ist ja mal gar nichts. Das ist ja mal gar nichts. Ja, okay, leider. Leider ein bisschen punished worden für das Land, das wir von abgeworfen haben. Aber ist okay. Witch kommt, Witch drained. Witch macht free damage. Jupp. Und ja, mit Land haben wir Gargantua. Wir könnten sonst notfalls den Scavenger spielen. Wir könnten auch Chandra Dress to Kill spielen. Mhm. Ein Flyer, okay. Okay. Oh, Ballista Watcher ist auch ein guter Draw. Wir greifen mal an, was er macht. Blockt hier, okay. Ein bisschen gewünscht, dass er Double blockt, aber ist okay. Weil Ballista Watcher handelt das. Ah, wir hätten Scavenger spielen sollen und ihn entfernen. Das war ein Flüchtigkeitsfehler. Aber mal schauen, ob er überhaupt eine Karte ausstatten will.
Hieß +1/+1 auch? Nee. Okay, das heißt, wir können den Ballista watchen. Das passt. Und Gegner ist unter Pressure auf jeden Fall. Oh. Okay, it's a card from a graveyard. Creature. Once each turn you may cast a spell from the top of your library if it shares. Okay. Okay, okay. Greifen hier an. Ja, nehme ich. Nehme ich. Ballista watchen dich. Ja, Sport transformt zwar. Ah ne, erst nächste Runde. Dann sagen wir go. Ist Nacht. Der Ballista Watcher geht jetzt sehr gut ab. Also er kann Jump Blocks von ihnen richtig, nicht Jump Blocks, Double Blocks von ihnen richtig hart bestrafen, aber er scheint Removal zu haben. Wobei, im Blau-Weiß kann er nichts allzu krasses haben. Es gibt Destroy Target Creature für 6 Mana in Weiß. Und sonst gibt es nur in Anführungszeichen Imprisonment. Aber das wird mich die Fähigkeit noch verwenden lassen. Das wäre alles okay. Binding Geist ist in Ordnung. Mal schauen, okay, er hat eine 5-5 jetzt am Feld. Okay. Greifen hier an. Ja. Schau, ob er die 5-5 tradet. Ja, damit kann ich leben eigentlich. Ja doch, ich zeige euch weswegen. Weil ich kann wieder zurückholen. Okay, hat einen Trick. Okay. Das Cypherboard verwandelt sich. Okay. Wir cracken den Blood-Token. Werfen Erdgas Awakening ab. Autopay. Holen uns den Ballista Watcher zurück. Spielen Harvester. Und sagen Go. Guter Value Turn für uns. Seine 5-5 entfernt. Wir wurden quasi nur gebounced. Okay, draw two cards, then discard a card. Okay. Ist in Ordnung. Greift der Binding Geist auch an, ist die Frage. Binding Geist würde ich halt mit den Epic Cure blocken und würde ihn danach entfernen. Okay, macht er nicht. Ich glaube, wir greifen an. Drainen. Blockt hier, das passt. Und jetzt können wir den Scavenger spielen. Und den Binding Geist entfernen. Ist ein guter Turn für uns. Drain nochmal für 2. Nächste Runde wieder Ballista. Die ist nice, ja. Nicht zu. Die ist wirklich nice. Unblockable für 5 Mana. Die Karte in Exile hat er, ne? Ja. Habe ich sogar selber dahin geschickt. Training Target. Okay, wir können ihn double drainen quasi, ne? Ja, das passt, glaube ich, sogar. Er kann nie unblockable machen, von daher können wir auch hier mit dem Scavenger angreifen.
Okay. Er lässt das sogar durch. Verrückt. Das ist ja echt verrückt. Okay, Nebelgeist. Geiler. Gut, Chandra, the rest to kill. Wir können einen Menace-User spielen. Was ist denn Cupid? Okay. Kann ich mit leben? Greif mich hier an. Kann die nächste Runde halt eh blocken, tappen. Von daher greifen wir mal an. Force einen guten Trade für uns. Ich glaube, an dem Punkt können wir aggro sein. Wir müssen nicht zwangsweise wieder auf 1. Was? Ja, du ziehst keine Karten. So, das muss er angreifen. Er muss Chandra wegkriegen. Plus beide zwei Blocker haben. Das passt, glaube ich. Jupp. You go first. Wir haben 1 Drop, 2 Drop. Yes, we are in. To win, hoffentlich. Oh, go. What you gonna do gegen das mächtige Knife? Blue. Auch Knife. Schön. Schön, schön, schön. Wir bringen Messer zur Schlägerei. Das sind die guten Moves. Strong. Draw. Back. Danke, Surf. Synkopied wäre jetzt hier ein richtiger Blowout gewesen. Aber ja, wir haben hier eine krasse Upper Hand. Okay. Dich exilen wir. Aber pronto. Kein Bock, dass ich den Gegner Value gebe mit Exile plus noch eine 4-4. Nee. So nicht. Oh, der Tag. Jetzt läuft's gut. Gegner kam noch nicht wirklich ins Game. Und wir sind am Abgehen wahrscheinlich. Okay. Break loose. Blood Token. Wir entfernen Blood Hypnotist, weil wir können notfalls zurückholen. Aber das war die Karte, die ich gesucht habe. Attack. Okay. Nicer Start für uns. Nächste Runde können wir den Hypnotist zurückholen. Maybe. Okay. Swarm. Ist nicht nett. Auto Pay. Crystal Ritual ist fine. Platinalis kommt. Wir spielen das Land. Greifen hier an. Wenn er blocken will, fine. Wenn nicht blocken will, auch gut. Okay. Ja, wir sollten das Game nächste Runde in der Back haben. Außer der Gegner hat jetzt irgendwas krasses. Den Board Wipe in schwarz.
Nope, du reißt nicht. Das ist ein Good to the Game. Okay, Undying Malice. Hilft dir das noch? Nee. Nee. Was willst du? Okay, für 2 Mana. Was hast du für 2 Mana? Pass. Geht auch Crystal Ritual. Aber why? Why sollte ich? Oh, wir nehmen ihn raus, greifen mit allen an und sagen GG. Attack. Nice. You go first. 2 drop, 3 drop, 4 drop. Yes, I'm in. Go. Wrecked Recluse. Blau. Simic. Uiuiuiui. Finde ich persönlich. Das Ding ist, wenn ich so etwas sage, fällt es mir meistens auf den Kopf. Aber ich persönlich finde, dass Simic eine der schwächsten Farbkombinationen in diesem Set ist. Und jetzt seht mich dagegen verlieren. Wenderlight Spirit. Can't block, ne? Ja. Schauen wir mal, ob wir was Besseres finden. Mach mal hier einen Swamp weg. Okay. Da können wir beide angreifen und können die Hexe transformieren. Nächste Runde vielleicht Pamela für 3. Okay. Da gibt es wieder so ein Tap. Okay, das ist ein guter Draw für unseren Gegner. Gebe ich zu. Greifen wir an. Spielen den Harvester und cyclen End of Turn. Das ist sogar ein Rare, ne? Beginning of Combat. Okay, er will. Er muss einen der beiden fokussen, wenn er die Option nimmt. Wahrscheinlich die Witch. Weil, warum sollte er den Servator? Ja, würde ich sagen. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Und greift er mit beiden an, ist die Frage. Greift mit beiden an. Mhm. Kann man machen. Mhm. Stitched Assistant. Okay. Verrückt. Warum? Oh, Gegner ist banned. Ja. Ward, come back. Ballista Watcher ist nice. Chandra ist auch nice. Greifen beide an. Ballista Watcher ist eine 4. Ich finde den Live-Gear nicht schlecht. Und wir wollen seinen Geist loswerden. Weil langsam kommt er auch in die Range, wo Kaya strong ist. Oh. Protection from Vampires. Das ist eine gute Karte, gebe ich zu. Okay. Greifen hier an und hier an. Drainen den Gegner für 1. Mhm, Gegner blockt so. Okay, interessant. Ich glaube, Chandra macht keinen Sinn, oder? Ich glaube, ich spiele den Ballista Watcher, weil der kann auch den Gegner shooten. Ja. Ich denke, Construct. Ne, ja, genau. Und Magma Pamela finde ich dann ab 4 auch nice. Okay. Live gehen ist natürlich. Das habe ich gar nicht bedacht. Live gehen habe ich gar nicht bedacht. Der gewinnt nächste Runde, außer wir machen jetzt genug Damage. Was war der Fall sein sollte.
Okay. GG. Hey Lady, ich zeig dir ein paar Zaubertricks. Hand ist nicht unbedingt gut, wenn man ehrlich ist, ne? Ich glaube, ich mulligan das am Draw. Das sieht ein bisschen besser aus. Von dem Pamela weg. Okay, jetzt hätte ich mir gewünscht, dass ich ihn behalten hätte und ein Land geditcht hätte, aber ist fein. Ja, go. Rakdos Mirror, okay. Was macht er eigentlich, wenn er exploitet? Ah ja, weil mir ein Destroy Target Planeswalker, okay, kann man machen. Not bad, not bad. Ja, ich glaube, Grave Reaver am Play ist ein GG für uns. Und gegen uns. Ja, die Lands sind auch nicht gerade hilfreich. Wir haben jetzt zwar einen Blocker am Start. Aber ich weiß nicht, ob der reicht. Doch natürlich hier. Harvester ist okay. Ich glaube, wir spielen aber den Kollegen zuerst. No Attacks. Weil Scavenger nur gut ist, wenn eine Kreatur im Friedhof liegt, sondern es ist einfach nur eine 2, 3, 4, 4 Mana. Und der Gegner greift an, das ist eigentlich für uns perfekt. Wir können jetzt hier blocken. Nehmen den raus. Lynch and Guest ist in Ordnung. Wir können sogar Double spellen. Wir spielen den Scavenger. Kann es eine Kreatur. Spiel das Knife. Und sagen go. Okay, Gegner macht so, macht's gewieft. Blocken hier und gar nicht. Maybe. Na komm. Irgendwie wegkriegen. Blood Fountain. Okay, das ist gut. Wir behalten das Land zum Ditchen. Der Blood Token und sagen No Attacks. Go. See Attack. Wir können den Scavenger zurückholen. Okay. Machen das so. Pass, pass. Okay, Gegner konnte den explosiven Start nicht wirklich zu Ende führen. Ich würde tatsächlich gern wieder einen Swamp ziehen. Oh, ein zweiter Harvester ist auch in Ordnung. Okay. Das ist jetzt eine gute Frage. Harvester und Knife auf ihn. Go. Jetzt kannst du den Reconteur nicht angreifen. Hat selber einen Blood Harvester, das ist in Ordnung. Hat wie gesagt Einsatzverzögerung, heißt das glaube ich auf Deutsch. Summoning Sickness ist der Begriff, den ich suche. Let's go. Okay, perfekt. Wir nehmen ihn raus. Und wollen wir Blood Fountain spielen? Ich glaube ja.
Ja, Blood Fountain ist fein. Und holen uns den Harvestites und den Scavenger? Oder beide Harvestites? Eigentlich sind die besser, weil wir mehr Removal durch sie haben und mehr Blood Tokens. Dann go. Das Match dauert länger, als ich gedacht hätte. Okay, nimmt mal. Das ist vollkommen in Ordnung, der Trade. Pyreborn. College. Okay, Chandra. Wir können Double spellen. Aber ich glaube, unser Way to Go ist hier einfach dich into Knife. Und go. Gargantua scheint halt richtig gut. Okay, Running Flame ist. Können den halt nicht mehr aktivieren. Only a Sorcery, ne? Okay. Das war gut vom Gegner. Nehmen wir die 6 Damage. Ja, das erste schon. Ja, Rending Flame war ein bisschen nervig. Ich will den Gargantua noch nicht abgeben, aber ich glaube, Chandra ist eine Liability hier. Die Mount brauchen wir auch nicht. Ein bisschen live gehen schadet nicht. Okay, Ballista Watcher ist ein guter Draw und Bleed Rise auch ein guter Draw. Dies. Er kann ihn nicht protecten. Nicht in schwarz, rot. Weil Undying Malice hilft nichts, weil es exiled wird. Aber vielleicht spielt er es ja trotzdem. Schade. Oh, wir triggern auch nicht die Ability. Wir wollen nichts ditchen mit den Blood Tokens, deswegen Ceremonial Knife und sagen go. Der Gegner sucht auch nach Antworten. Mir wäre lieber, wenn er nichts spielt. Das wäre ein richtig guter Turndown für uns nächste Runde. Edgar's Awakening, aber hart gecastet. Passt, okay, er hat ein bisschen Epicure, ja. Das könnte funktionieren. Und Gargantua. Exploit den Kollegen. No Attacks. Okay, jetzt addet der Damage, wenn ich es nicht so stark ab. Oh, ein bisschen Traveler ist auch stark. Tatsächlich. Wenn ich ehrlich bin, wollen wir den hier loswerden. Wir greifen hier mit den Kollegen an. Blood Tokens all day. Ja, aber ich will keine Kreaturen opfern, nur mit deinem Flyer. Erst habe ich nur 2 Kreaturen, das heißt, ich habe nicht so viel Opferfader und irgendwann kriege ich trotzdem einen Flyer. Okay. Tag. Aber blockt. Combat Trick. Undying Malice. Okay, das ist in Ordnung. An und für sich. Mr. Watcher Comp. Hitten wir den Gegner gleich. Ja, wir können das immer in Response machen. End Turn. Pass to Attackers. Double Block.
Okay. Wir shooten nochmal. Okay, hat kein Combat Trick gehabt anscheinend. Wir kriegen noch einen Blood Token. Fire Spawn, okay. Okay, dann fischen wir mal. Kriegen für jeden. Ja, der macht den Job. Attacks. Der ist sogar sehr gut. Hätte sogar angreifen können, aber mattert nicht. Und diese. Ich kann 6 Damage den Gegner geben. Edgar's Awakening, ja, kann er machen. Verliert aber trotzdem. My turn. Ja, greif mir an. Mehr da zwar nicht. Tag. G to the G. Hätte nicht gedacht, dass wir das noch heimholen, aber nice. Okay, Deck lief ganz gut. Eine Niederlage mussten wir erleiden, aber ansonsten, vor allem das letzte Mirror Match war mies nice. Gehen wir rüber zum Final Boss. Opponent goes first. Wenn wir ein Land ziehen, ist das eine Baba-Hand. Von daher riskieren wir es. Wir haben ein Free Win quasi noch offen. Wir dürfen noch einmal verlieren. Aber trotzdem, ich finde Ceremonial Knife into Harvest ist schon mal ein gut genuger Start, den nicht mal alle Decks die nicht mal alle Decks gut handeln können. Aber ja, wir haben Land gezogen, jetzt sind wir drin. Hochstarke Karte. Nicht schlecht. Harvester. Nächste Runde dann Gluttonous Guest und mit Harvester werden wir den Pack Leader wahrscheinlich rausnehmen. Kein Combat Trick hier. Okay, könnte der Wolf Strike haben. Wäre eine Möglichkeit. Okay, jetzt kann er Wolf Strike nicht mehr rücken. Perfekt. Okay. Läuft. Black vor allem, ja, Blood Hypnotist. Ich bin ein Villager einfach und greife mir an. Können auch irgendwann den Gargantur, wobei wollen wir Gargantur ditchen, ich glaube nicht mal. So schleit ist ein guter Draw. Attack. Kein Bounce Spell vom Gegner, schauen ob er einen Counter Spell hat. Nope, okay. Blood Token all day. Und jetzt wird es schwierig für ihn. Gegner ist Timur. Stronge Karte. Keine Frage. Aber. Watch this. Wollen wir den Recluse loswerden? Ja, ich glaube ja. Can't block. Game on life. Denke ich, whenever you sacrifice. Oh, ich hätte den sogar hier mit triggern können. Ja, aber nice. Band Werewolves besiegt. Knapp nicht Gold 1 gemacht. Schade. Alright. Ich muss sagen, die Vorbereitungen für das Event morgen liefen ganz gut. Wir sind 7-1 gegangen. Das passt. Rakdos, wie gesagt, ein Deck, mit dem ich mich sehr wohl fühle in diesem Format. Deswegen ist das morgen auch mein großer, Anreiz, Rakdos zu draften. Ich werde auf jeden Fall versuchen, schwarz oder rot in irgendeine Richtung zu cutten. Also eine Spielerrichtung, ihr wisst Bescheid. Und ja, ich bezahle mir, schauen uns die Preise an. Gems sind natürlich nice, weil die werden wir morgen brauchen. Und zwei Booster, das ist natürlich auch nice.
Die Preise sind natürlich bei Players Drafts ein bisschen höher als hier geht bei Bot Drafts, aber dafür sind die Bot Drafts auch billiger. Das Ding ist, hätte ich gewusst, dass das so gut laufen wird, dann hätte ich natürlich einen Players Draft gespielt. Okay, waiting for the server. Was ist denn hier los? Oh, ja, Land nehme ich. Oh, ich wollte Pack One Pick One machen. Sorry. Pack One Pick One. Ah, eine Rare meiner Wahl. Eine Rare meiner Wahl. Theoretisch würde ich sagen. Oder Rares finde ich gut. Welcoming Vampire finde ich nice. Ist aber halt eine weiße Karte, wobei weiß nicht so schlecht ist. Was ist denn noch rare? Der Falcon Wrath, irgendwas, eine 3-1 Flying, auch ein Vampir, der immer einen Blood Token generiert, wenn er einem Gegner Damage zufügt, der ist strong. Ja, den würde ich nehmen. Und Cemetery Illuminator, was macht der noch schnell? You may look at the top card of your library at any time, once each turn you may cast a spell from the top of your library if it shares a card type within the card. Ja, die ist nice. Allgemein aber cooles Pack. Skullscape kann sehr gut sein in den Dimir Zombie Decks. Wolfstrike ist eine gute Removal und wie gesagt, Falcon Wrath Celebrants ist meine Lieblingscommon im ganzen Set. Zumindest wüsste ich sonst keine, die ich cooler fände auf die Schnelle. Favorite Common, Creature. Common Creature. Weil Wolfstrike ist tatsächlich auch eine Karte, die mir eingefallen ist, die ich gut finde. Und natürlich der Flame Bless Bolt und Abraid finde ich auch sehr, sehr strong. Ja, gut, meine Freunde. Das war der Draft für heute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ja, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich werdet ihr meine Runs bei dem Magic. Was heißt Magic? Ja, heißt doch Magic Open, passt schon. Oder Arena Open. Wahrscheinlich sehen, bevor dieses Video kommt. Also ich plane dieses Video für den, Moment, ich muss hier nochmal kurz Datum checken. Für den 10. Dezember soll dieses Video kommen und wie gesagt, das Arena Open ist, Mann, die spiegelverkehrte Webcam macht mich fertig. Das Arena Open ist am 5. Dezember und wenn ich es schaffe, die Kämpfe zu cutten und so weiter bis zum Dienstag oder Mittwoch, dann kommen die kommt vielleicht ein Run am Montag, oder nicht am Montag, sorry, am Dienstag hoch, vielleicht ein Run am Donnerstag, zusätzlich zu den Schmankerln maybe. Ich will am Mittwoch will ich auf jeden Fall wieder ein Mono irgendeine Farbe Deck bringen, einfach weil es sich gerade ein bisschen einbürgert als Tradition, dass ich das mittwochs durchziehen will. Und Montag, der Montags-Upload ist schon fertig, den könnte ich theoretisch verschieben. Ja, wir werden schon eine Lösung finden, aber ich finde, Dienstag oder Donnerstag wird ganz gut passen, weil da kommt in der Regel ein Schmankerl online und das Schmankerl ist ja schnell geschaut. Da kann man sich gerne noch das Arena Open reinziehen, wenn man ein bisschen auf Entzug ist. Und ja, wie ja am Anfang erwähnt, ich würde mich sehr über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Abonniert, wie gesagt, sehr gerne den Kanal und macht's gut. Haut da rein, euer Ile. Servus.